Hallo liebe Leute, heute werden wir uns mit dem Perfekt beschäftigen. Ja, zunächst erstmal, was ist das Perfekt? Das Perfekt ist eine Zeitform, die wir benutzen, um über Dinge zu sprechen, die in der Vergangenheit passiert sind. Das heißt also zum Beispiel, was ist heute Morgen passiert? Oder was ist gestern passiert? Was ist letzte Woche passiert? Was ist früher passiert? Nicht jetzt, also in der Vergangenheit. So, um das Perfekt zu bilden, brauchen wir die Hilfsverben haben und sein. Also wir brauchen zwei Verben, das Verb haben und das Verb sein. Und das Partizip Perfekt. Man kann auch Partizip 2 dazu sagen. Jetzt kommt die Frage: Wann wird das Perfekt mit sein gebildet? Wir haben ja gesagt, wir brauchen, um das Perfekt zu bilden, die Hilfsverben haben und sein. Ja, aber jetzt ist die Frage, wann benutzen wir sein? Und zwar bei Ortswechsel des Subjekts. Ortswechsel. Das heißt, von A nach B. Also es muss eine Bewegung von A nach B geben. Zum Beispiel gehen. Ich gehe von A nach B. Von zu Hause in die Schule, Arbeit oder ich fahre. Oder man kann es bei Zustandsveränderungen sagen. Das heißt, die Veränderung von einem Zustand in einem anderen. Einschlafen, meine Augen sind auf und wenn ich einschlafe, sind meine Augen zu. Von A nach B, von A nach B. Oder sterben. Sterben, ich lebe, ich bin tot. Von A nach B, von dieser Welt woanders. Genau. Und dann, es gibt Ausnahmen bei bestimmten Verben, zum Beispiel, also Ausnahmen für sein, das Verb sein, werden und bleiben. Da ist ja kein Zustandswechsel und kein Ortswechsel, aber die benutzen wir trotzdem mit das Verb sein, also mit dem Verb sein. Beispiele kommen gleich dazu. Genau, jetzt kommt die Frage, wann wird das Perfekt mit haben gebildet? Das Perfekt mit haben wird mit allen Verben gebildet, die nicht mit sein gebildet werden. Also alles, was jetzt hier nicht zu passt, ne, von A nach B nicht passt oder Ortwechsel, also wenn es kein Wort, wenn es kein Ortswechsel gibt, dann haben wir das Verb haben. So, wir hatten ja gesagt, ne, wir brauchen die Verben haben und sein. Ne, Bewegung oder Zustandsveränderungen. Ausnahmen haben wir gesagt. Und jetzt haben wir das Verb sein, haben auch gesagt. Alle anderen Verben, die nicht mit sein sind, die sind haben. Die benutzen wir mit haben. Und dann hatten wir zuletzt gesagt, dass wir das Partizip 2 brauchen. Ja, was ist denn Partizip 2? So, wie wird das Partizip 2 gebildet? Und zwar, wir haben regelmäßige Verben und unregelmäßige Verben. Bei regelmäßigen Verben haben wir ge, also g und e, g plus Verbstamm plus t. Zum Beispiel das Verb machen. Wenn wir Partizip 2 daraus machen, ist g macht. Und am Ende kommt ein t. Das ist bei regelmäßigen Verben immer so. Und bei unregelmäßigen Verben ändert sich der Stamm oft, zum Beispiel essen, gegessen. Die Verben muss man noch extra lernen, eventuell. So, kommen wir zu den Beispielen. Wie wird das Perfekt jetzt als Beispiel gebildet? Ich habe Tennis gespielt. Das Verb spielen
Partizip 2, gespielt. Was ist hier wichtig, liebe Leute? Das Hilfsverb ist immer Position 2. In Position 2. Ich habe Tennis gespielt. Und Partizip 2 ist immer am Ende. Hilfsverb, zweite Position. Partizip 2, letzte Position. Immer am Ende eines Satzes. Ich habe Tennis gespielt. Hier ist natürlich auch wichtig, ich muss das Hilfsverb nach dem Subjekt konjugieren. Ich habe Tennis gespielt. Weiter. Meine Mutter hat einen Kuchen gebacken. Das Verb backen, Partizip 2, ist gebacken. Meine Mutter, Personalpronomen ist sie, ich habe, du hast, sie hat. Meine Mutter hat einen Kuchen gebacken. Hier ist wieder wichtig, Position 2 ist das Verb, Hilfsverb. Und am Ende, Partizip 2, gebacken. Jetzt Beispiele mit sein. Sie ist nach Hause gekommen. Kommen, wird zu gekommen. Wir haben eine Bewegung von A nach B. Also muss ich hier das Verb sein benutzen. Aufpassen, konjugieren. Sie ist nach Hause gekommen. Wieder zweite Position und am Ende ist gekommen. Partizip 2. Er ist in die Stadt gefahren. Das Verb fahren wird zu gefahren. Wieder von A nach B. Er ist in die Stadt gefahren. So, nun haben wir hier Beispielsätze. Einmal im Präsens und einmal im Perfekt. Wir gehen die einmal zusammen durch. So. Ich lese ein Buch. Präsens. Im Perfekt. Ich habe ein Buch gelesen. Diese Sätze sind übrigens alle mit haben. Hier ist jetzt wieder wichtig. Ich habe ein Buch gelesen. Zweite Position Verb. Letzte Position Partizip 2. Du malst ein Bild. Im Perfekt, du hast ein Bild gemalt. Du hast konjugiert, zweite Position und letzte Position gemalt. Das ist immer so. Er deckt den Tisch. Er hat den Tisch gedeckt. Zweite Position, letzte Position. Sie schreibt die E-Mail. Sie hat die E-Mail geschrieben. Zweite Position, letzte Position. Es regnet. Es hat geregnet. Zwei, drei. Zweite Position, letzte Position. Wir schauen einen Film. Wir haben einen Film geschaut. Konjugiert, wir haben zweite Position, Partizip 2, letzte Position. Schauen, geschaut. Ihr gewinnt das Spiel. Ihr habt das Spiel gewonnen. Wieder zwei und letzte Position. Sie organisieren eine Party. Sie haben eine Party organisiert. Wieder zweite Position und am Ende ist Partizip 2. Kommen wir jetzt zu den Sätzen mit sein. Ich gehe ins Kino. Ich bin ins Kino gegangen. Hier wieder das gleiche. Zweite Position ist immer Verb, Hilfsverb, konjugiert, aufpassen.
Und am Ende gegangen Partizip 2. Du stehst früh auf. Du bist früh aufgestanden. 2. Letzte Position. Er läuft in die Schule. Er ist in die Schule gelaufen. 2. Position wieder und letzte Position. Am Ende. Sie fährt nach Hause. Sie ist nach Hause gefahren. 2. Am Ende. Es wächst schnell. Es ist schnell gewachsen. Wieder eine 2. Position und letzte am Ende. Wir fliegen in den Urlaub. Wir sind in den Urlaub geflogen. Ihr spaziert durch den Park. Ihr seid durch den Park spaziert. Hier kommt kein G, aufpassen. Partizip 2, spazieren, spaziert. Sie reisen ins Ausland. Sie sind ins Ausland gereist. 2. Position, letzte Position. Also die Hilfsverben haben und sein ist immer nach dem Subjekt. Und ganz am Ende ist Partizip 2. Gehen, gegangen. Aufstehen, aufgestanden. Hier aufpassen. Aufstehen ist ein trennbares Verb. Partizip 2. Aufgestanden. Laufen, gelaufen. Fahren, gefahren. Wachsen, gewachsen. Fliegen, geflogen. Spazieren, spaziert. Also nicht gespaziert. Das ist falsch. Reisen, gereist. So, jetzt haben wir eine Übung, perfekte Übung. Das können wir versuchen zusammen zu machen. Und zwar, wir haben jetzt hier das Verb schlafen. Max, immer bis 9 Uhr. So, schlafen. Jetzt überlegen wir erstmal. Haben oder sein? Schlafen ist keine Bewegung und keine oder kein Ortswechsel. Also muss das mit haben sein. Max ist ein Junge, also er hat. Max hat immer bis 9 Uhr, wie heißt das jetzt? Schlafen mit Partizip 2, geschlafen. Max hat immer bis 9 Uhr geschlafen. Satz 2, aufstehen. Ich, eine Stunde früher, Was haben wir vorhin gesagt? Aufstehen. Das ist ein trennbares Verb. Da müssen wir einmal aufpassen. Und jetzt müssen wir überlegen, ist das eine Bewegung, Ortswechsel oder nicht? Ja, aufstehen ist eine Bewegung. Das heißt, nicht haben, sondern mit sein. Ich. Bei ich kommt ich bin. Eine Stunde früher. Auf, jetzt kommt hier in die Mitte, geh, jetzt, standen. Ich bin eine Stunde früher aufgestanden. Satz 3. Essen. Essen ist keine Bewegung und kein Ortswechsel, also muss das mit haben sein. Wir haben zu Abend gegessen. Wir haben zu Abend gegessen.
Satz 4. Schreiben. Schreiben ist auch keine Bewegung von A nach B und auch kein Ortswechsel. Deswegen ist das auch mit haben. Er hat eine Prüfung geschrieben. Genau. Er hat eine Prüfung geschrieben. Satz Nummer 5. Bezahlen. Bezahlen ist auch keine Bewegung und auch kein Ortswechsel. Das heißt also auch mit haben. Du hast die Rechnung bezahlt. Hier wieder aufpassen, hier kommt kein G, also kein GE. Bezahlen, bezahlt. Du hast die Rechnung bezahlt. Satz 6. Bleiben. Wir hatten vorhin gesagt, dass bleiben eine Ausnahme ist. Genau. Ist jetzt keine Bewegung, auch kein Ortswechsel. Aber bleiben ist eine Ausnahme und wird mit sein gebildet. Das heißt also, Anna ist zu Hause geblieben. Anna ist zu Hause geblieben. Hier wieder aufpassen, nicht gebleiben, sondern geblieben. Satz Nummer 7. Einschlafen. Einschlafen ist eine Zustandsänderung. Das heißt, meine Augen sind auf und wenn ich die zumache, bin ich eingeschlafen. Das heißt also eine Bewegung von A nach B. Meine Augen sind auf, wenn ich die schließe, schlafe ich ein. Also A nach B. Das heißt, die Kinder sind, also einschlafen mit Hilfsverb sein. Die Kinder sind um 20 Uhr, trennbares Verb, was passiert dann? Eingeschlafen. Die Kinder sind um 20 Uhr eingeschlafen. Satz Nummer 8. Geben. Geben ist keine Bewegung und auch kein Ortswechsel oder Zustandsänderung. Deswegen ist das mit haben. Ihr habt uns Zeit gegeben. Ihr habt uns Zeit gegeben. So, damit sind wir mit dieser Übung fertig.